Attack on Titan ist wieder zurück und lässt uns wieder unfassbar viele Fragen offen. Ich meine, es ist Attack on Titan, ich meine Überraschung, bla bla. Sie lassen uns wieder Fragen offen. Für die Anime-Watcher ist, glaube ich, eine Qual, aber die Manga-Leser sind hier im Vorteil, weil sie wissen, was demnächst passiert. Wir fangen an bei der letzten Folge. Armin, Mikasa und Co. sind im Keller und überlegen, okay, ist Eren doch nicht böse, ist Eren lieb oder sonst was. Und überlegen wirklich, ob Eren andere Ziele hat, als er eigentlich formuliert. Schon davor entscheiden sie sich, Eren zu helfen und gehen aufs Schlachtfeld. Was ich sehr interessant fand, war der Flashback, den da gezeigt wurde, und zwar war Eren und Mikasa und Armin komplett anders animiert. Klar, ist ein anderes Studio, also MAPPA ist ja seit Staffel 4 das Animationsstudio, aber Eren sah schon komisch aus. Also ich habe gedacht, es wäre so ein Schattendoppelgänger gefühlt. Während sie aufs Schlachtfeld gehen und sich vorbereiten, zieht Mikasa, und das ist einer der epischsten Momente und ist sehr, sehr symbolisch für unfassbar viele Dinge, die noch passieren werden und die passiert sind, sie zieht den Schal von Eren aus. Das erste Mal im Leben hat es Mikasa geschafft, nicht zwanghaft mit Eren verbunden sein zu müssen. Und das ist heftig, weil wir haben die jetzt so viele Jahre begleitet und Mikasa musste eine Verbindung zu Eren haben, ob jetzt per Berührung oder emotional oder sonst was. Währenddessen kämpft sich Eren irgendwie durch, er kämpft gegen Reiner und dann noch gegen irgendwelche Randoms und schafft es irgendwie, bis das kommt, wovor wir alle Angst haben, beziehungsweise alle gespannt sind, und zwar Sieg trifft ein und sagt, ey, überlass es deinem großen Bruder. Als Sieg kommt, nimmt er erstmal die Hälfte der Armee der Mali auseinander und ich finde diese Anspielung unfassbar krass. Denn als wir alle noch sehr unwissend waren und Sieg sich nicht offenbart hat, hat er dasselbe mit Erwin und den unseren Leuten gemacht. Er hat den Aufklärungstrupp zur Hälfte niedergemetzelt und genau dasselbe macht er jetzt auf der anderen Seite. Ich finde unfassbar krass diese Anspielung darauf, einfach, dass er jetzt auf der Seite tötet und davor auf der. Ich meine, hätte er das vorher gemacht, Erwin immer noch da so, das heißt, das hätte man schon vorher machen können. Nein, Spaß beiseite. Ich finde das unfassbar krass, wie das Ganze geschrieben ist und was sich dabei Isayama gedacht hat. Sieg ist immer noch am Zerstören und fuckt sich drüber ab und so weiter und so fort. Aber im Grunde genommen wissen wir alle, was sie wollen. Sie wollen sich berühren. Er und Eren wollen sich berühren, um endliches Rumbling auseinanderzunehmen und beziehungsweise die Welt auseinanderzunehmen damit. Vieles nicht mehr passiert in dieser Folge, aber es kam eine Szene, die würde ich nochmal hervorstechen, und zwar Gabi. Ich habe auch im letzten Video gegen Gabi geschossen, weil Gabi ist und es tut mir leid, aber Gabi ist Gabi, okay? Gabi hat es verstanden. Gabi hat endlich realisiert, dass auf dieser Insel nicht nur Dämonen sind, sondern wirklich lebendige Menschen. Menschen, die sich gegenseitig lieben, gegenseitig schützen, genauso Menschen wie auf Mali. Und sie entschuldigt sich auch bei Falco, weil Falco ist natürlich, wie wir alle wissen, viel früher gealtert, und hätte Gabi einfach nicht die Fresse aufgemacht und genervt, hätten wir uns auch sehr viel ersparen müssen. Also der Impact war jetzt nicht so hoch, würde ich sagen. Aber natürlich, Falco macht einen auf Simp und gesteht Gabi seine Liebe, weil er einen auf krass machen will und sagt, oh, ich werde bald Titan, Bro. So, am Ende sage ich es dir, bevor ich sterbe. Und Gabi wird natürlich rot. Ich meine, sie ist immer noch ein normales Mädchen, auch wenn sie eigentlich in die Klapse gehört. Aber sie ist ein normales Mädchen. Und sagt so, was machst du da, wird rot und so weiter und so fort und will jetzt auch in den Kampf ziehen. Das heißt, wir haben zwei Parteien, die jetzt in den Kampf ziehen und das kann ja eigentlich nur interessant werden. Vorab muss ich noch sagen, Levi und so wurde gar nicht gezeigt. Das heißt, Levi und Hanji wurden nur kurz angesprochen, aber keiner weiß, was da richtig abgeht. Also Yelena meinte, ja, die wurden vielleicht besiegt, aber da ist jetzt nichts Konkretes. Nach großem Hin und Her schafft es Peak mit einem Überraschungsangriff, Sieg zu attackieren und Sieg geht erstmal wie die Eins schlafen. Da wurde sein Arm wurde abgetrennt. Ich meine, der Junge hat schon so viele Sachen abgetrennt bekommen. Ich sag euch ehrlich, es bockt den er absolut gar nicht mehr. Er fällt zu Boden, Eren sieht den ganzen Scheiß und Reiner sagt einer der krassesten Sachen, die ich finde, die wir in der vierten Staffel haben. Wenn einer diese Kraft nicht haben darf, wenn nur einer diese Kraft nicht haben darf, dann du, Eren. Das ist crazy, weil Eren eigentlich ja wirklich der falsche Mensch dafür ist, diese Kräfte einzusetzen. Also ohne das Wissen, was er hätte, wäre er absolut der falscheste Mensch. Stellt euch vor, und Gabi ist eine weibliche Version von Eren, stellt euch vor, Gabi würde die Ur-Titan-Kräfte bekommen. Das würden wir alle nicht feiern und wir würden alle denken, okay, die wurden alle mal richtig hops genommen. Aber genau dasselbe haben wir auf der Seite, nur dass wir Eren halt kennen und mit ihm fühlen. Wir wissen, wie seine Mutter gestorben ist, wir wissen, wie seine Freunde gestorben sind, wir wissen sogar, wie der Angsthase abgestorben ist. Wir wissen vieles von Eren und deswegen fühlen wir mit ihm. Aber genau das ist das, was Attack on Titan versucht. Es lässt uns zweifeln an unseren eigenen Entscheidungen, für welche Seite wir wirklich sind. Und das ist crazy. Ich bin immer noch fasziniert. Das Ende von Lied des Eren läuft zu Sieg rüber und versucht ihn zu retten, versucht ihn zu berühren, damit sie endlich dieses Rumbling auf die Reihe bekommen. Das Outro war natürlich heftig und die nächste Vorschau, ich habe schon gedacht, okay, was kommt jetzt? Also wollen die Spoiler oder wollen nicht Spoiler? Nein, das Outro war voll in Ordnung. Man hat in der letzten, also die nächste Folge scheint auch ein bisschen angenehm zu werden. Also wenn die nicht so gezeigt haben, so. Das war's vom Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es würde mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert, die Glocke aktiviert und auf jeden Fall das Video teilt und kommentiert für den Algorithmus. Kuss geht raus. Es kommt am Mittwoch wieder Naruto Shorts. Das heißt, seid gespannt an alle Naruto-Fans. Wir sehen uns. Macht's gut.